die sacken wir uns natürlich ein. Jetzt habe ich die mit der Behutsamkeit abgebaut, ich Volltrottel. Egal. So, dann die Stromkabel zu den Gravierern. So, dann waren die an jedem Gravierer von hinten angeschlossen, ne? An jedem Gravierer von hinten. Das heißt bis hier nochmal. Behutsamkeit, Glück, Haltbarkeit da. Na. No. So, jetzt sollte eigentlich jeder von denen Strom kriegen. In der reinen Theorie, versteht sich. Jetzt gehen wir nochmal eben zum Reaktor. Könnte hier auch doppeltes Panzerglas hinpacken, ne? Also doppelt Glas. Machen wir vielleicht mal. Mein Gott, warum spawnt hier so viel Scheiß, ey? Ich brauche echt so eine komische Magnum-Fackel mal. Ich leuchte hier schon alles aus und trotzdem spawnt noch so viel Mist. Ich müsste mal wieder Light Level Overlay installieren. Oder wir machen jetzt einfach mal bis zum Ende der Aufnahme hier auch Difficulty 0. So. Kann ich wenigstens hier kurz noch meine Gedanken zu Ende führen. Kannst du hier doppelt verglast reinmachen. Könntest hier Glas reinmachen, hättest direkt einen Wartungsschacht für den Reaktor. Wobei, könntest auch hier eine Tür reinmachen. Und rundherum dann Glas. Verstehst du, was ich meine? Müssen wir mal gucken. Wir lassen das jetzt erstmal offen. Aber ich wollte ja einmal zum Reaktor runtergehen, generell. Der ist voll. Wie voll ist der? Oh, der ist auch schon fast voll. Wie viel... Für ein Lilogium-Barren oder was? Eject Waste. Eject Waste. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich lasse jetzt einfach mal so. Der speichert eh nichts mehr, der ist full bis oben hin. Boah, die ganzen Zombie-Köpfe und das geht mir auf den Nerv. So, also von hinten haben wir den... Ja. Also von hinten haben wir den Strom verlegt. Ein Redstone macht mir jetzt hier Probleme, oder was? Oh, dieses ständige, volle Inventar, ey. So. Also, jetzt, ist das mit Strom verlegt und versorgt. So. Dann käme ein frei. Nimm dafür mal eben den. Ein frei. Und dann käme hier quasi ein Inscriber wieder dran.
Ich dreh gleich durch, ey. So, hier kommt der Inscriber hin. Okay, jetzt brauche ich die Itemleitungen. Da oben ist Silizium-Gravurdruck drin. Dann kommt da oben auch noch Silizium rein. Ist eh noch nicht fertig, von daher wird das auch jetzt noch nicht rausgezogen. Das ist gut. So. Die Itemleitung geht dann in die Kiste rein. Die Itemleitung geht von der unteren Kiste rein. So. Die untere Kiste ist quasi dann meine Kristallkiste, Diamantkiste, Goldkiste. Und von da aus geht's dann. Ob ich jetzt von da oder da gehe, ist shit egal. Geht's dann rein. Geht dann raus. Der geht von. Naja, da muss erst noch weg. Der kommt dann von hier. Wo ist Magnetta? Da ist Magnetta. Die dürfen nicht zusammen. Ist das tricky jetzt hier umzubauen alles, ey. Vor allem, weil mir fehlen irgendwie Itemleitungen. Irgendwas habe ich anders gemacht. Mir fehlen auf jeden Fall jetzt Itemleitungen. Naja. Oder habe ich die schon irgendwo im Inventar gehabt? Das sind Stromleitungen. Vor allem die Itemleitungen sind die teuersten. Machen wir mal eben Item. Können wir die schneller überblicken. Ja, meine Itemleitungen sind irgendwie futsch. Kann doch nicht sein. Wo sind die Itemleitungen hin? Ich hatte doch. Sind die despawned? War ich so doof? Oder habe ich die irgendwo anders reingepackt? Scheiße, ich hatte doch so viele Itemleitungen. Ach, da sind noch welche. Ich wollte schon sagen, ich habe da noch irgendwo Itemleitungen. Wo sind die hin? So, da müssten genau nämlich die vier sein jetzt, die hier fehlen. Eins, zwei, drei. Mit dem Jetta-Schlüssel. Ich vergesse immer, dass ich eine zweite Dings habe. Mit dem Jetta-Schlüssel trennen. Wieder auf die zweite Itemleitung, dann geht einer hier rüber. Dann kommt nämlich die Kiste. Trotzdem fehlt mir irgendwie einer. Oh man, da ploppt jetzt so viel raus gleich. Ne, doch nicht. Trotzdem fehlt mir irgendwie eine einzige Itemleitung. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Sind da eigentlich die Filter drin? Nee. Filter. Ach, guck mal. Ja, der hat sich das gespeichert. Filter Gold. Unten ist Filter Gold. Filter Dia. Jawohl, der hat sich das gespeichert. Der ist clever.
Da haben wir keinen Filter reingepackt. So, wir haben auf Insertieren. Insertieren. Ach so, bei Insertieren muss ich den Filter dann setzen, ne? Extrahieren. Insertieren. So. Den nochmal raus. Insertieren. Zack. Extrahiert alles, wenn kein Redstone anliegt. Das heißt, jetzt wenn ich ein Item reinlege, entweder hier, hier oder hier. Hier kommt so oder so wieder raus. Und hier insertiert er das auch. Das kommt also immer rein. So, wenn das immer reinkommt, kommt hier. Die Kiste hin. Aus welcher immer das Redstone kommen soll. Müssen wir eben anders machen. Die Kiste muss noch einen höher. Und dann kommt nämlich hier unten noch eine Kiste hin, in der dann alles andere rauskommt. Eine Double Chestner Möglichkeit. Habe ich jetzt alles angeschlossen soweit? Oder bis auf zwei Itemleitungen? Ich denke schon, ne? Der nimmt nur. Ne, der macht rein und raus. Ah, guck mal. Insertion, Extraktion. Extraktion ist immer braun. Aber mir fehlt irgendwie noch ein einziges von diesen Itemleitungen. Und ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist. Ich gehe eben ins ME. Die ist da wahrscheinlich irgendwo abgeblieben. So, den Knotenpunkt können wir auch löschen. Den auch. Oh, der da unten. Na, komm, egal. Da. Ein Zack reicht. Die Kondensatoren machen wir gleich. So, jetzt sieht das Ganze hier schon mal ein bisschen anders aus. Einer reicht gar nicht. Ich muss zwei haben. Shit. Ah, komm, wenn wir schon mal hier oben sind. Kondensator. Guck mal, da ist sogar noch eine Batterie drin. Lol. Eine mit 25 Millionen RF. What the fuck? Dynamische Legierung. Die 5 Millionen energetische Legierung. Okay, das machen wir lieber noch nicht. Da fehlt noch Redstone, oder was? Da fehlt da echt noch Redstone? Fehlt da echt noch Redstone? Kann doch nicht sein. Ich habe doch so viel Redstone hier drinne gehabt. Ich habe echt da nur noch einen Redstone gehabt. Naja. 7 Kondensatoren. Hatte ich nicht noch im. Ja. 8 wäre besser, habe ich wieder 2 Batterien.
Coden. Wieso gebe ich mal Coden ein? Das sind keine Hoden. So. Kondensatoren. Jetzt habe ich davon 8. Ach komm. Mach nochmal einen dazu. Okay. Jetzt fehlt mir ein Redstone-Block. Ist das kacke, ey. Nee, mir fehlen 2 Redstone-Blöcke. Ist doch nicht wahr. Oh, ich habe 3 Batterien gecraftet. Ja, nice. Ja, nice. Warum auch immer habe ich 3 Batterien. Okay, so. Jetzt haben wir es aber. Jetzt kommt eine Itemleitung noch hier dran, eine noch nach unten. Wunderbar. Der extrahiert, der insertiert nur. Und zwar den braunen Kanal. Hier kommt dann das Redstone rin. Oh, ich krieg langsam Hunger. Ich glaube, ich sollte jetzt gleich, bevor ich im Bett gehe, nochmal was essen. Oh, wir haben schon 2:30. Ja, ich glaube, ich mache jetzt die Pause. Vor allem, ich habe wieder 3 Stunden auf dem Tacho. Ich bin so schrecklich. Oh Mann. Oh Mann. Vor allem, ich muss so viel rendern. Naja, wird schon irgendwie. Vielleicht lasse ich eine Stapelproduktion über Nacht laufen, wenn ich das hinkriege. Ich weiß nämlich nicht, ob das mit meinem Renderprogramm funktioniert. Und nochmal hin und her. Jetzt müsst ihr aber alles an Redstone und so haben, ne? Ich frage mich nur, wie diese eine einzige Itemleitung abgeblieben ist. Aber gut. Ist halt so, kann man denn auch nichts ändern. So, hier machen wir eine doppelte, dann sieht das wenigstens ein bisschen schicker aus, ne? Okay, so, jetzt müssen wir hier, weil da ist der Filter für Gold, glaube ich, drin, ne? Ja, hier ist der Filter für Gold, also Gravier, Gravur, Kalkulation, Logik. Logik, boah, scheiße. Konstruktion war der aus Diamanten, ne? Ja, Konstruktion ist Diamant. Gucken wir noch mal eben. Konstruktion, Diamant. Konstruktion, Diamant kommt dann da rein. Und da kommt der rein. Okay, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 von den Dingern. Das heißt jetzt, Items gehen rein, 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 rein. Werden, nein, da oben geht es noch nicht rein. Insertieren. Geht jetzt alles rein. Wird gedruckt, geht raus. Silizium kommt von oben. Die Gedönse kommen von unten. Hier kommt der Redstone. Und alles, was fertig ist, geht in den braunen Kanal durch. So sollte es theoretisch jetzt funktionieren. Es fehlt nur noch ein Stromkabel. Oh. Da sollte kein Stromkabel dran. Extrahieren ohne Redstone-Signal. Ah, wunderbar. Funktioniert. Jetzt haben wir das Ding schon mal umgebaut. So. Marbel. Zuhauen. Okidoki. Das haben wir. Das haben wir. Dann möchte ich ganz gerne... Ich muss noch eine einzige von den Dingern hier haben. Also umgebaut haben wir das Teil. Von hier nach da. Da lassen wir es auch erstmal. Ich brauche noch eine einzige Itemleitung. Item. Eine. Jawohl. Und aus damit.
Moment, Undermit. Habe ich jetzt wirklich alle reingepackt? Ja, ich will die nämlich nicht verschwenden. Da bin ich noch etwas vorsichtig mit den Dingern. Also, da kommt ja dann das hin. Okay. Okay, so. Ja gut, okay. Ich schnapp mir erstmal die Truhe.